جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي Die Zahl der Muslime soll in den nächsten 20 Jahren doppelt so schnell wachsen wie die restliche Weltbevölkerung. Das geht aus einer aktuellen amerikanischen Studie hervor. Danach soll die muslimische Bevölkerung jährlich um 1,5% anwachsen. Die Zahl der Nichtmuslime dagegen nur um 0,7%, heißt es. Im Jahr 2030 wird demnach der Anteil der Muslime an der Weltbevölkerung 26,4% ausmachen. In Europa soll die Zahl islamischer Einwohner von 44 Millionen auf knapp 60 Millionen steigen. Mehr Briten als ursprünglich erwartet sind offenbar zum Islam übergetreten. Laut einem Bericht der britischen Tageszeitung Independent hatten die Behörden seit 2001 mit ursprünglich 14.000 bis 25.000 Konvertiten gerechnet. Einer aktuellen Studie zufolge seien die Zahlen mit etwa 100.000 Übertritten allerdings ungefähr viermal so hoch gewesen. Vor allem Frauen seien in unerwartet hoher Zahl konvertiert. Ihr Anteil betrage etwa zwei Drittel. Das Durchschnittsalter liege bei 27,5 Jahren. أشهد أشهد أن أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله الله الحمد لله. Okay, wir machen das jetzt und ihr macht auch alle Shahada. Wenn da draußen noch jemand ist, der Islam annehmen will, der sagt die Shahada mit. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aber liebe Geschwister, wallahi, 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 ich schwöre bei Allah, dem Allmächtigen, der Sieg für den Islam und für die Muslime ist sehr, sehr nah, liebe Geschwister. Und Allah hat das versprochen. Und wir leben in einer Zeit, in dem die Menschen alles umgedreht haben. Und der Prophet sallam prophezeite uns auch diese Zeit. Aber was sehen wir da? Wir sehen, dass der Prophet Muhammad sallam ein Gesandter Gottes ist. Und alles, was er gesagt hat, trifft ein. Aufs Genaueste, subhanallah. Er hat gesagt, dass diese Zeit kommen wird. In Ägypten scheint die Stimmung zu kippen. Mit 62% wünscht sich die Mehrheit Gesetze, die strikt den Regeln des Koran folgen. Das besagt die Meinungsumfrage eines amerikanischen Forschungsinstituts, berichtet die Nachrichtenagentur AP. 50% finden es danach wichtig, dass eine religiöse Partei die Regierung bilden soll. Weitere 37% favorisieren dafür die Muslimbruderschaft. Zwei Drittel lehnen die Religionsfreiheit für Christen ab und mehr als die Hälfte aller Ägypter sind gegen das 1979 geschlossene Friedensabkommen mit Israel. Unter dem gestürzten Präsidenten Mubarak wurden mit Unterstützung des Westens solche radikal-islamistischen Tendenzen fast 30 Jahre unter Kontrolle gehalten. صلى الله عليه وسلم هو الدين of truth هو الذي عرف الرسول.
Aber glaub es mir, uns kann keiner aufhalten, inshallah. Wir werden weitermachen. Und wir werden von Stadt zu Stadt gehen und wirst sehen, wie der Widerstand bröckeln wird, inshallah. Das einzige Islamzentrum in Mailand ist geschlossen worden. Das meldet die afrikanische Nachrichtenagentur Panapress. Damit solle der Ausdehnung des Islam in Europa entgegengewirkt werden, heißt es. In Bahrain wurde auf Anordnung des Justizministers eine Moschee geschlossen. Es gab zahlreiche Demonstrationen. Die Gegner der Schließung sprachen von Verletzungen der Menschenrechte. Beobachter erwarten eine Zuspitzung der Lage. Und Verbot auf La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahi, wir haben keine Angst vor dem. Und wir fühlen uns so schlecht, weil wir nichts machen für La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aber wallahi, die werden uns nicht unterkriegen, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Verbot geben, inshallah. Wir hatten keine Angst vor denen in der Jahiliya, wo wir kriminell vielleicht waren, wo wir schlechte Sachen gemacht haben, wo wir Allah gesündigt haben. Jetzt sollen wir Angst haben, weil wir auf Allah subhanahu wa ta'ala weg sind. Wallahi, die werden uns nicht unterkriegen, inshallah. Bi'idhnillah ta'ala werden sie es nicht schaffen. Aber was wehtut, ist, dass diese dreckigen Munafiqin sich mit denen zusammentun und uns Schaden zufügen wollen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Wenn ihr geduldig seid und Allah fürchtet, wird euch nichts passieren. Das ist das Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sage ich zu den Shabab, haltet fest an Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sind eine Umma, je stärker sie reingenommen wurde und so härter sie geprüft wird, desto stärker kommt sie heraus, inshallah ta'ala. Unser Widerstand wird noch größer, inshallah ta'ala. Also, seid euch, macht euch auf was. Sie haben vergessen, dass diese Religion, die wird sowieso siegen, weil die Religion gehört nicht uns. Wenn es unsere Religion wäre, dann hätten wir schon verloren. Aber die Religion ist Allah und Allah kann man nicht besiegen, subhanallah. Und sie bekämpfen uns mit allen Mitteln, mit Medien. Und die versuchen irgendwie alles zu tun, damit irgendwie die Leute die Angst vor dem Islam haben. Aber trotzdem, subhanallah, je mehr sie tun und dagegen kämpfen, desto mehr kommen Leute zum Islam, überall auf der Welt. Warum? Weil das Allah so will. Das ist die Erde von Allah. Und die Religion ist Allahs Religion, subhanallah. Alhamdulillah, Koranübersetzungen sind ausverkauft hier in Deutschland. Und der Islam siegt. Der Zug ist abgefahren. Und ist sowieso, der siegt sowieso. Ob du drauf steigst oder nicht. Aber auf dich kommt es an, ob du gewinnst oder verlierst. Da ist es schon erstaunlich, dass gleichzeitig immer mehr junge britische Frauen zum Islam übertreten. 100.000 waren es allein 2010, fast doppelt so viele wie in den Jahren zuvor. Because Islam is the future. Islam is the future for Green Streets. Islam is the future for Newham. Islam is the future for the UK and the world. Ohne den Islam könne Deutschland nie Perfektion erreichen. Islam. Muslimen in Deutschland. Islam. Islam. Muslimen. Islamistische Islam. Muslimische Islam. Islam. Islam und Islam. 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 Islam ist Islam. Islam von damals, Islam von heute, Islam bis Ewigkeit. Oder nicht? Das ist unser Islam. Wo ist das ganze Öl? Bei uns. In unseren Händen, der Muslime, Allah hat uns das als Kraft und als Macht gegeben. Normalerweise muss auf der Welt das herrschen, was die Muslime sagen. In unseren Händen ist alles, die Religion, die Wahrheit, die Macht. Aber leider, weil wir die Religion nicht praktizieren und weil wir uns abgewendet haben und der Dunya hinterherlaufen, sind wir in dieser Situation. Als Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam geboren ist, das ist auch ein Zeichen Ende der Welt. Und schau mal jetzt, seit mehr als 1400 Jahre. Das heißt, es ist nah. Damit wir immer Gedanken machen, dass die Zeit, und jeder auch von uns merkt jetzt heutzutage. Wer den Islam nicht annimmt vor seinem Tod, ich schwöre bei Allah, er wird für alle Ewigkeit in der Hölle schmoren bleiben.
Das sagt Allah im Koran. Allah sagt im Koran, إِنَّ الدِّينَ عَنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْهُ. Die Religion bei Allah ist der Islam. Wer eine andere Religion annimmt, zu Allah zurückkehrt, mit einer anderen Religion als Allahs Religion, nimmer wird sie von ihm akzeptiert werden und er wird unter den Verlierer sein. Was heißt Verlierer? Hölle für Ewigkeit. Allah sagt das, was Allah sagt, ist wahr.